Und wir möchten Sie jetzt bitten, während wir hier auf der Podiumsdiskussion mit einer ersten Fragerunde beginnen von Fragen, die wir vorbereitet haben, dass Sie sich hier im Saal schon mal Fragen überlegen, die Sie stellen möchten. Und nachher gibt es zwei Kollegen, die mit Mikrofonen rumgehen werden. Aber Sie können jetzt auch gleich über Mentimeter Fragen stellen. Und die kommen dann zunächst bei meinen Kolleginnen und Kollegen auf den Computer. Wir werden sicherlich nicht alle Fragen beantworten können. Aber die beiden werden auch versuchen, so ein bisschen Fragen auszuwählen zu Themenfeldern, die ganz häufig genannt werden, sodass wir versuchen, möglichst viele Themenfelder abzudecken. Bitte formulieren Sie kurze Fragen jetzt gleich. Bitte, wenn es geht, keine weiteren Statements. Machen Sie sich sonst bereit und gleich schaue ich nach kleinen Handzeichen. Ich hoffe, ich sehe das hier mit den Lichtverhältnissen gut. Dann kommen in wenigen Minuten auch die Kollegen mit dem Saalmikrofon zu Ihnen und dann können Sie die Frage auch direkt stellen. Das werden wir jetzt nach jeder Runde haben. Also wir möchten Sie bitten, jetzt auch erstmal nur Fragen zu dem ersten Themenfeld zu stellen. Und dann gibt es nochmal weitere Fragen zu den anderen Themenfeldern. Also jetzt bitte erst Fragen zu Darmstadt nutzt seine Ressourcen und Flächen verantwortungsvoll. Zum Thema Wissenschaft und Wirtschaft können dann weitere Fragen und zum Thema Quartier können dann weitere Fragen in der dritten Runde gestellt werden. Genau, aber jetzt möchte ich mich setzen und erstmal hier an meine Gäste ein paar Fragen stellen. Frau Dr. Meyer, Sie haben den Masterplanprozess als Mitglied des Lenkungskreises begleitet und da auch viele wichtige Anregungen eingebracht. Und wir haben das jetzt heute schon zweimal gehört. Darmstadt soll in vielen Teilen dichter bebaut werden. Das wird notwendig sein, wenn wir keine weiteren Flächen oder nicht viele Flächen im äußeren Raum in Anspruch nehmen wollen. Und gleichzeitig gibt es aber diese Bemühungen, dass wir wirklich was für den Klimaschutz tun müssen und dass wir gucken müssen, dass wir auch uns an den Klimawandel anpassen. Also diese Überhitzung von Flächen vermeiden und Grünflächen, die einen Ausgleich bieten. Das ist ja eigentlich eine Quadratur des Kreises. Wie kann das gelingen und was schlägt der Masterplan hier vor? Sie haben natürlich recht, das ist die absolute Quadratur des Kreises. Und ich denke, es kann nur dann gelingen, wenn wirklich alle zusammenarbeiten. Ich kann mich noch, und das war für mich die eindrucksvollste Veranstaltung, in die vierte Veranstaltung erinnern, als sozusagen auf diesem großen Raum, großen Plan alle Funktionen, alle Themen, die in diesem Masterplanprozess bearbeitet worden sind, nebeneinander, übereinander, miteinander aufgebaut wurden. Und da wurde, glaube ich, sehr vielen Leuten klar, wie eng vernetzt das alles miteinander ist. Ich denke mal, wenn wir jetzt in die konkrete Umsetzung gehen, da sind ganz viele Stichworte schon gefallen. Frau Dr. Boczek, Sie haben das schon gesagt, Herr Luchterhand, Sie haben das gesagt. Nachverdichtung, Arrondierung von Flächen, Nachverdichtung in Quartieren, Aufstockungen, Nutzung von Konversionsflächen, sei es militärische Konversion, gewerbliche Konversion. Ich würde vielleicht sogar noch mal die Frage stellen, ob jetzt vor dem Hintergrund von Corona und eines Wandels der Innenstädte möglicherweise auch da noch mal Optionen bestehen, mit Wohnen reinzugehen, also sozusagen, dass das Wohnen wieder zurückdiffundiert in die Innenstädte. Und der Klimawandel, beziehungsweise ich würde jetzt sagen, es geht jetzt auch um Klimaanpassungsmaßnahmen. Das haben uns die letzten drei Jahre gelehrt. Und da haben wir auf der einen Seite die enorme Hitzeentwicklung. Wir haben Starkwetterereignisse, die auch in Darmstadt mal die Tiefgarage vom Luisencenter zum Ertrinken gebracht haben. Und auf der anderen Seite zeichnet sich ein Problem ab, mit dem wir sicherlich auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten sehr wohl zu tun haben werden, und zwar die Wasserknappheit auf der anderen Seite. Das heißt, wir brauchen sozusagen einen sehr, sehr klugen Ausgleich zwischen einer Kühlung, und das kann sowohl im mikroklimatischen Bereich passieren, also man kann schon fast bei der Balkonkastenbepflanzung anfangen, begrünte Wände, begrünte Dächer, die dann wiederum auch wieder als Schwämme ausgebildet das Regenwasser zurückhalten können und da zur Kühlung beitragen können. Wir können reden über begrünte Streifen an Gehwegen, Bäume, die dann auch vom abfließenden Wasser bewässert werden, bis hin
zu größerflächigen Taschenparks oder auch Stadtteilparks, die dann wirklich ausgespart werden müssen und die dann aber auch auf der anderen Seite wieder ermöglichen und erlauben, Wohnungsbau dichter zu machen, weil es dann einen öffentlichen Raum gibt. Und gerade auch das haben Sie ja beide vorhin schon angesprochen, Corona hat uns eine ganze Menge gelehrt. Auf der einen Seite, wie wichtig die Wohnung ist und da auch die Freiräume an der Wohnung, aber auf der anderen Seite auch, wie wichtig Wege in der Stadt sind. Und da denke ich einfach, dass das Thema Begrünung und Attraktivität von Straßenräumen, vielleicht die Ausbildung von Alleen, sehr helfen können, Leute stärker mit ihrer Stadt zu verbinden und dann eben auch solche Zeiten, die hoffentlich nie wiederkommen, zu überstehen. Die Flächen werden knapper. Herr Luchterhand, Sie haben viel über Verdichtung geredet und Umbau, Transformation der Stadt. Aber vielleicht können Sie noch mal sagen, wie kann das konkret ablaufen in einer Stadt, die ja eigentlich zu ganz viel Prozent, 80-90% schon gebaut ist? Wo ja wirklich viel Energie auch schon gebunden ist in Gebäuden und wo einfach ein Bestand da ist, den man ja nicht einfach abreißen möchte im großen Stil. Ja, man wird jetzt auch nicht sofort überall groß abreißen wollen und dann die Stadt an bestimmten Orten wieder neu erfinden. Das gehört gelegentlich auch dazu, wenn Gebäude in die Jahre gekommen sind. Aber ich denke, es geht darum, in den bestehenden Strukturen zu gucken, was kann ich aus denen machen, wie kann ich auch Gebäude umnutzen. Das war ja eigentlich ein Dauerthema, das man auch schon vor 100 Jahren hatte, mit aktiven Erdgeschosszonen. Die waren früher ganz anders bespielt, als die Erdgeschosse heute bespielt sind. Also auch diese Fantasie aufzubringen, was kann ich aus Strukturen machen, wie kann ich sie auch flexibel auf der einen Seite und stabil für die Zukunft auch bauen. Bei der Mischung, glaube ich, bei der Nutzungsmischung kommt es schon in den bestehenden Strukturen darauf an, die Fantasie zu haben, was für Mehrwerte kann ich denn eigentlich an den bestimmten Orten erzeugen? Was kann ich mitbringen? Was bräuchte es eigentlich, damit etwas Besonderes entsteht? Wir wollen ja nicht, dass alle Quartiere gleich werden. Das wäre ja langweilig. Aber wir wünschen uns schon in den Quartieren eine vielleicht unterschiedlich geartete Mischung, die uns inspiriert und wo wir sagen, das ist die richtige Mischung, in die ich mich sozusagen gut einmischen kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Da gibt es keine fertigen Strategien, aber wir brauchen Menschen, die eine Idee davon haben, wie man besondere Orte in der Stadt schafft oder aus besonderen Orten noch etwas anderes macht. Die Orte, die wir heute haben, haben vor 100 Jahren auch anders ausgesehen. Und es braucht auch die soziale Perspektive dabei, dass unterschiedliche Menschen Orte prägen mit ihrem persönlichen Erscheinen erstens, mit ihrem persönlichen Wirken, mit ihrer Bereitschaft und ihrer Offenheit, sich mit anderen Menschen zusammenzutun und Stadt zu machen. Das meint dann letzter Satz vielleicht so in aller Kürze. Es geht ja nicht nur um das Wohnen, es geht um neu darüber nachzudenken, wie man Wohnen und Arbeiten zum Beispiel kombiniert. Und auf die Art und Weise auch Menschen, die da nicht wohnen, ins Quartier vielleicht zieht und so weiter und so fort. Also eine Kette sozusagen in Gang setzen, dass Leben entsteht. Das unterscheidet uns vom ländlichen Raum und da ist, glaube ich, noch viel Luft nach oben. Robocek. Ja, genau. Ich denke auch, dass man die Chancen ergreifen muss, die sich in so einer, mit so einer Verdichtung ergeben. Sicher ist das vielleicht für den einen oder anderen auch unangenehm oder hat auch gewisse Einschränkungen, wenn es jetzt in der Nachbarschaft dichter wird. Aber vielleicht hat es auch Vorteile, ja? Also dass eben andere Nutzungsangebote da sich entwickeln. Beispielsweise, dass zum Beispiel, wir haben jetzt irgendwie Nahversorger, die man dann da noch einfügt, dass Kindertagesstätten entstehen, wenn irgendwo gebaut wird, dass andere Angebote entstehen. Also das ist kleine Wohnungen entstehen oder vielleicht behindertengerechte Wohnungen in einem Quartier entstehen, wo es das nicht gibt, sodass, wenn man älter wird oder eine Behinderung erfährt, in dem Quartier bleiben kann und aber trotzdem in eine entsprechende Wohnung einziehen kann. Also das gilt es zu stärken und das muss man eigentlich sich dessen bewusst sein. Und ansonsten genau will ich auch das Thema der Mischung nochmal aufgreifen. Also natürlich ist es zum einen, Sie sagen, das ist nichts Neues, aber trotzdem haben wir Quartiere, die eben sehr stark durch Arbeit geprägt sind. Mhm. Und da
kein Wohnen ist, das kann man da auch ergänzen. Man kann aber auch vertikal mischen, also beispielsweise über Supermärkte oder Kindergärten auch Wohnen und Wohnungen bauen. Dann habe ich den Raum besser ausgenutzt und dann habe ich aber auch andere Infrastrukturangebote noch im Quartier. Mhm. Frau Akden, jetzt die Infrastrukturangebote im Quartier zu ergänzen, und sehen Sie auch soziale Aspekte, die wichtig sind zu berücksichtigen bei einer Nachverdichtung und oder auch beim Thema bezahlbares Wohnen? Davor haben wir ja auch vorher drüber gesprochen. Ja, natürlich. Ein wesentlicher Aspekt, der, wenn es um die Frage geht, wie verteilen wir Flächen, Ressourcen, ist immer die Frage nach der Gerechtigkeit, also dass sie eben so verteilt wird, dass alle etwas davon haben und nicht wenige viel und viele wenig. Und das ist eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, der wir uns täglich stellen. Nicht nur in der Sozialpolitik, sondern es kommt ja auch noch darauf an, was ich dann aus den Flächen mache. Sie haben jetzt ja hier die drei wichtigsten Themen, die im Moment bewegen, auch schon durch die Umfrage gezeigt. Das eine ist natürlich bezahlbares Wohnen. Das ist eine ganz wichtige Infrastruktur, die Menschen brauchen, um leben zu können. Hier muss auf alle Fälle darüber nachgedacht werden, wie künftig einfach auch Wohnungsgrößen angepasst werden können. Das haben wir auch in unserem wohnungspolitischen Konzept als ein Thema. Aber es ist natürlich immer auch noch die Freiheit der Menschen zu entscheiden, wie und wo sie leben wollen. Also hier auch die Verantwortung wieder entsprechend an die Menschen zurückzugeben. Das andere ist die Frage des Klimaschutzes, der Entsiegelung statt Versiegelung. Also auch das sind ja gravierende Fragen. Also ich muss mich mit allen jeden Tag beschäftigen. Als Wohnungs-, Sozial- und Umweltdezernentin sind natürlich auch immer Fragen, die große Abwägungsprozesse nach sich ziehen. Und ich möchte auch da nochmal den Verkehr mit hineinbringen, weil eben an der Stelle die Fläche, die wir verschwenden für nicht mehr zeitgemäßen Verkehr, natürlich auch wieder Fläche und Ressource wegnimmt, die wir anderweitig für gesellschaftliche Prozesse, die mehr wert sind als Parken, durchaus nutzen könnten. Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema und auch ein sehr emotionales, aber ein wichtiges Zukunftsthema. Ich blicke jetzt mal hier in den Saal und möchte Sie bitten, sich zu melden, wenn Sie sich an der Debatte beteiligen möchten. Ich sehe hier gleich ganz vorne eine erste, zwei Meldungen, und die Kollegen werden jetzt gleich kommen mit den Mikrofonen zu Ihnen, und ich möchte Sie bitten, kurz Ihren Namen zu nennen. Wenn Sie von einer Institution kommen, dann auch diese zu nennen und vielleicht noch zu sagen, aus welchem Stadtteil Sie kommen. Genau, jetzt gibt es ein bisschen mehr Licht, das ist super, und die Dame kommt dort zu Ihnen. Vierte Reihe hier, der Herr. Genau, und bitte kurz fassen, was immer schwer ist, aber... Ja, da bin ich der Erste. Also mein Name ist Erhard Schleitzer und ich wohne in Aheigen. Die Frage, weshalb werden im Masterplan zu große neue Gewerbeflächen ausgewiesen, zum Beispiel zwischen Aheigen und Wixhausen? Das fördert doch den Zuzug. Es müssen neue Wohnungen geschaffen werden, und das passt auch nicht zu der Aussage im Masterplan, dass der Zuzug nicht aktiv betrieben wird. Ich erinnere nur an die Teilnahme von Herrn Patsch und Frau Dr. Boczek an der Investorenmesse in München, wo um Investoren geworben wurde. Das heißt doch, man will Darmstadt zum Attraktionspunkt für neue Firmen machen, braucht mehr Wohngebiete und kriegt neuen Verkehr. Das passt nicht zusammen, nach meiner Meinung. Okay, danke für die Frage. Wir nehmen gleich noch eine zweite, damit wir das ein bisschen bündeln. Genau. Er hat es dich nicht verstanden. Ja, mein Name ist Rüdiger Geib, ich wohne in Eberstadt und koordiniere dort einen Thementisch in der Bürgerbeteiligung. Meine Frage ist, der Masterplan sagt, dass die Verkehrsfläche umverteilt werden soll, dass die Menge des stehenden Verkehrs reduziert werden soll, dass gleichzeitig ein starker Zuzug stattfindet und Flächen entsiegelt werden sollen. Das finde ich ein ziemlich dickes Brett. Und mich würde interessieren, wann kann man denn das mal sehen, so in voller Ausblüte, dass das realisiert wird? Weil alles, was ich zurzeit wahrnehme, ist, dass zum Beispiel, wenn Plätze umgestaltet werden, werden die komplett dicht gemacht. Entschuldigung, das kann ich kein Wort. Versuch noch mal ein bisschen deutlich, das kam hier sehr... Von der Akustik. Ja.
Also Sie sagen, das sind zu viele Themen, die gehen, ja, widersprechen sich und die können nicht gemeinsam umgesetzt werden? Mhm. Das würde ich gern sehen, wann das mal gemeinsam umgesetzt wird, wo mal ein Beispiel realisiert wird, wo mehr Grün ist und entsiegelt wird, gleichzeitig die Verkehrsfläche zwischen den bestehenden Gruppen anders aufgeteilt wird, die Autos aus der Straße verschwinden und dazu noch mehr Bevölkerung dort ist. Okay. Das würde ich gerne mal sehen. Okay, wann kann man damit rechnen, dass sowas zu sehen ist? Mhm. Das würde mich wirklich interessieren. Danke. Ja, danke schön. Okay, jetzt versuchen wir mal diese beiden Fragen zu beantworten, Frau Dr. Boczek. Die eine ging danach, ob Darmstadt jetzt nicht doch aktiv auf das Wachstum hinarbeitet und dann, wie schaffen wir diese Quadratur des Kreises? Das ist, glaube ich, nochmal... Also das eine, ich muss mich entschuldigen, ich habe das akustisch beides ganz schlecht verstanden. Mag an mir liegen. Das erste, so habe ich verstanden, ging es darum, dass die Behauptung, die Stadt würde auf der Expo Real aktiv Gewerbetreibende anwerben und damit Bebauung auslösen, sowohl für Gewerbeflächen wie für Wohnen und so weiter. Nein, sondern ich glaube, das war in den 90er Jahren so, dass die Städte sich darum bemüht haben, sowohl ihre Grundstücke zu verkaufen, Gewerbe anzuwerben und Investoren. Das ist heute anders. Heute verhandelt man da eher um das Wie und um das Wie und das Was, was gebaut wird und wirbt nicht Flächen oder Firmen an. Wir nutzen die Expo Real auch dafür, beispielsweise mit dem Bund über den Kauf der Konversionsflächen zu verhandeln. Es geht eher um solche Dinge. Wir haben keine nennenswerten Gewerbeflächen mehr in Darmstadt. Wir wollen nicht zwingend neue große Gewerbebetriebe anwerben, sind aber auch nicht undankbar, wenn zukunftsorientierte Unternehmen kommen, denn wir brauchen weiterhin eine starke wirtschaftliche Entwicklung. Was wir machen ist, wir weisen im Norden Darmstadts ein Gebiet aus, das vor allem den hier schon existierenden Unternehmen Möglichkeiten bietet, sich zu erweitern, damit sie hier in Darmstadt bleiben. So, und dann zu den Verkehrsflächen. Sie sagten, Sie würden mal gerne erleben, dass gemeinsam mit den Bürgern ein Straßenraum, ein neu aufgeteilt wird. Also wir machen ja zurzeit im Rahmen des Stadtumbauprojektes Kapellplatzviertel, Ostbahnhof, Vogtsviertel haben wir eine Verkehrsplanung gemacht. Da wurden die Bürger des Quartiers befragt zu Bedürfnissen zum Radverkehr, Radabstellplätze, es wird eine Parkraumbewirtschaftung dazu geben. Auch das wird im Quartier kommuniziert. Also in diesem Quartier läuft das jetzt und sicher werden die Parkraumbewirtschaftungskonzepte, die für alle Quartiere angedacht sind, auch mit den Bürgern besprochen werden. Möchten Sie noch was ergänzen? Ja, ich würde das gerne schon nochmal aus der Perspektive, wenn ich jetzt hier als Sozialdezernentin sitze, auch als Umweltdezernentin die Gelegenheit habe. Die Kollegin hat es angesprochen, also Gewerbe, was quasi auch im Bereich Klimaschutz markante Zeichen setzt, ist doch wirklich eine gute Sache. Wir haben hier diverse Ansiedelungen jetzt im Westen der Stadt Darmstadt, die eben auch genau in der Richtung arbeiten. Also dagegen ist nichts zu sagen, ganz im Gegenteil, auch dahingehend, dass aus der sozialpolitischen Perspektive natürlich gute Infrastruktur auch beispielsweise über Gewerbesteuern natürlich finanziert wird und so auch wieder der Ausgleich nicht nur in Bezug auf Haushalt, sondern auch in Bezug auf Arbeitsplätze und andere Komponenten im Gesamtgefüge einer Stadt, wie in jeder Stadt, natürlich auch betrachtet werden muss. Und das ist ja auch das, was quasi im Masterplan besonders gut herauskommt, dass die einzelnen Themenfelder, die einzelnen Politikfelder nicht alleine stehen, sondern dass sie immer in Bezug zueinander und eben auch in Bezug zum Gesamtkontext der Stadt gesetzt werden und damit auch wieder für die Bürgerinnen und Bürger in unserer Stadt.
Das machen wir ja auch alles nicht zum Selbstzweck, sondern um eben auch hier Akzente zu setzen und Infrastrukturen. Und damit es auch funktioniert und auch bald funktioniert, da brauchen wir natürlich auch die Menschen dabei. Denn wenn es solche Umbauten gibt, wo eben verschiedene Komponenten dann miteinander in Einklang gebracht werden müssen, dann muss es natürlich auch auf Akzeptanz stoßen und braucht auch eine politische Rückendeckung dahingehend. Also wir sehen das ja jetzt, Parkraumbewirtschaftung ist ein Thema, was die Gemüter spaltet. Aber es ist natürlich auch ein wichtiges Thema, um Platz in der Stadt zu schaffen. Und da ist natürlich der Diskurs mit der Bevölkerung von besonderer Bedeutung und der muss vorangesetzt sein. Und dann kommt die Umsetzung und je schneller, umso besser. Dankeschön. Wir nehmen mal zwei weitere Fragen hier aus dem Saal und gucken dann gleich mal, was sich im Internet getan hat. Da oben sah ich was oder war das? Ja, da, bitte. Ja, guten Tag. Mein Name ist Jörg Habrecht von der Initiative Stadtbild Darmstadt. Ich möchte mal zu dem Satz Ressourcen flächenverantwortungsvoll nutzen zwei Sachen kritisch hinterfragen. Das eine ist das im Bürgerpark geplante Bauviertel um den See herum. Da habe ich den Eindruck, dass da nicht so ressourcenschonend gearbeitet wird, sondern investorengerecht. Wenige Häuser für reichere Leute. Und das andere ist das Kasernengelände Ludwigshöhestraße, da werden hervorragende, stadtgeschichtlich interessante Gebäude, die eine sehr gute Bausubstanz haben, die lange von Amerikanern gepflegt worden ist, zerstört. Graue Energie, die zerschlagen wird. Wir reden da von mehreren Kilometern Straßenpflastern, von Dachziegeln, die 20, 30 Jahre alt sind, zehntausende Quadratmeter, die zerstört werden, Isolierglasfenster, die keine 30 Jahre alt sind und auch viele Bäume, die nebenbei immer mal so umgerissen werden und wegfallen. Vielen Dank, das war eine sehr klare Frage. Und dann haben wir da drüben, ja, der Herr, der sich dort meldet, bitte. Herr Werner ist mein Name und ich komme aus Kranichstein. Ich hätte zwei Fragen. Die eine Frage betrifft zum Beispiel den Punkt, dass das stadtklimatische Gutachten hat Problemräume definiert, die schon überlastet sind, klimatisch überlastet sind. Ich finde in dem Masterplan keinen Hinweis darauf, dass diese Überlastungsräume entsprechend auch klimatisch entlastet werden sollen, sondern im Gegenteil, es werden zum Teil diese Räume auch als weitere Nachverdichtungsräume dargestellt. Der zweite Punkt ist, es wird auf die Zusammenarbeit mit der Region verwiesen oder besser gesagt, es wird gesagt, die Region mitdenken und die Region einbinden. Wenn man Ressourcen hier schützen will, dann denke ich, muss man mit der Region nicht nur die mitdenken, sondern man muss mit ihr kooperieren. Und das vermisse ich hier sehr stark, dass der Masterplan nicht diese Kooperation, wie es jetzt zum Beispiel München oder Hannover beispielhaft versuchen vorzuzeigen, dass sie sagen, wir haben nur eine Perspektive in der baulichen Entwicklung, wenn wir mit der Region kooperieren und nicht, wenn wir uns als Unikat sehen. Dankeschön. Sehr gut, Frau Dr. Boczek, ich glaube, da können Sie gut darauf antworten, ja, auf die Fragen und vielleicht auch Frau Akdenitz nochmal. Ja, ich fange mal hinten an, mit der Region kooperieren. Das tun wir. Beispielsweise im Bereich Verkehr, selbstverständlich, ja, weil ja wir sehr große Pendlerzahlen haben aus dem Umkreis. Da gibt es Gespräche mit dem Landkreis. Wir tun das aber auch beim Wohnen, auch mit unserer städtischen Wohnungsbaugesellschaft und wir tun das mit der Region. Aber natürlich geht es nicht so, dass wir die Verantwortung für die Schaffung von Wohnraum sozusagen in die Region schieben können oder der Region überantworten können, sondern wir müssen unseren Beitrag dazu leisten. Und das ist ja auch eine Initiative des Landes. Auch das Land hat die Kommunen, die kleineren Kommunen aufgefordert, ihren Beitrag zu leisten und fördert das auch. Also aber da gibt es auch Gespräche. Wir haben jetzt eben erstmal auch geschaut, wie wir hier mit den Darmstädter Bürgerinnen und Bürgern das Thema erstmal für uns anschauen, sozusagen auch unmittelbaren Verantwortung stellen, aber die Gespräche mit den
Landkreis, Kommunen und mit dem Landkreis gibt es zu den verschiedenen Themenfeldern. Dann haben Sie das Klimagutachten angesprochen. Da wird meine Kollegin was zu sagen. Ich möchte aber dazu sagen, dass bei jedem Projekt, ja, und das haben wir jetzt auch in dem Klimavorlagen im Magistrat beschlossen, dass Klima eine noch größere Rolle spielen wird und jede Vorlage, die durch den Magistrat geht, jedes Projekt wird seine Klimarelevanz und das, was es, wie es das Klima beeinflusst und was getan werden kann, um einen um einen Ausgleich im Mindesten zu schaffen, das wird es belegen müssen. So, und dann war eine Frage, wie ist der Bau an der Ludwigshöhe, der Wohnungsbau? Es wurde kritisiert, dass sozusagen die bestehenden Gebäude jetzt abgerissen und nicht erhalten werden. Die seien ja gepflegt gewesen, gut, sie standen aber auch 10 Jahre leer. Und das ist natürlich eine Überlegung wert, lässt man die stehen und nutzt die eben so, wie sie sind, dann spart man graue Energie ein. Wir hätten aber zum einen nicht so viele Wohnungen unterbringen können, wie das jetzt geschieht. Also dann hätte man anderswo bauen müssen. Oder und gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass die auch nicht auf einem wirklich zeitgemäßen Standard sind hinsichtlich der Infrastruktur, also was Heizungssysteme, Versorgungssysteme, Dämmungen betrafen. Okay, Frau Aktinitz? Genau, kann ich mich anschließen. Also die Vorlage ist am Donnerstag in der Stadtverordnetenversammlung. Da geht es um die Prüfung zu Auswirkungen von Magistratsvorlagen auf das Stadtklima und oder die CO2-Bilanz, den sogenannten Klimavorbehalt. Bestimmte Dinge werden jetzt schon gemacht, Klimagutachten bei Bebauungsplänen. Wir haben ja auch die entsprechenden Vorlagen, aber das ist ein Aspekt, der natürlich jetzt im Rahmen der weiteren Planungen mit besonderem Blick auf Klimaschutz und auch im Masterplan nochmal an Bedeutung gewinnen wird. Und da müssen wir auch quasi bei jeder Bebauungsvorlage genau hinschauen. Nochmal zur Region. Einige Punkte sind genannt worden. Also es ist ein wichtiger Aspekt, natürlich das Umland mit einzubeziehen. Wohlgemerkt, der Kreis hat 23 Kommunen. Aber wir haben beispielsweise auch im Bereich Bildung die Bildungsregion und im sozialen Bereich etliche Kooperationen, die jetzt schon existieren. Und das nehme ich jetzt mit, dass es noch mal mehr herausgearbeitet und deutlicher gemacht wird, welche konkreten Kooperationen mit den umliegenden Kreisen und Kommunen schon entstehen. Das ist eine gute Anregung, das noch mal herauszuarbeiten. Vielen Dank. Wir haben jetzt hier die ersten Fragen, die per Mentimeter gestellt werden wurden und denen möchten wir natürlich auch Zeit einräumen. Wir sind schon so ein bisschen hinter der Zeit, deswegen bitte ich hier auf dem Podium gleich auch nochmal um kurze Antworten. Aber die erste Frage, die lautet, wie wollen Sie sicherstellen, dass die Umsetzung zügig erfolgt? Bisher hinkt jede Entwicklung um Jahre, Jahrzehnte der Realität hinterher. Und das ist eine Sache, die kenne ich aus Berlin auch. Wir eröffnen jetzt endlich bald unseren Flughafen. Das wagt man ja gar nicht mehr zu erwähnen. Aber da möchte ich noch mal Herrn Luchterhand und Frau Dr. Meyer vielleicht kurz ansprechen, weil das ist ja bestimmt auch ein Thema, mit dem Sie sich auseinandersetzen. Wie kann man sowas beschleunigen? Und wie, also wir wissen, alle Planung dauert ewig, aber wie kommen wir da ein bisschen zu Potte? Vielleicht Daniel Luchterhand, was? Tja, da gibt es sicherlich keine Patentrezepte, aber ich glaube, es ist wichtig, bei den Projekten oder bei den Orten, wo man weiß, dass es besonders anspruchsvoll ist, eben nicht zu zögern, sondern frühzeitig ins Gespräch zu kommen und frühzeitig auch so die Idee, an der Idee zu arbeiten, was entstehen könnte, weil die auch maßgeblich dafür ist, ob man dieses Gespräch überhaupt sinnvoll führen kann oder nicht. Und das ist ein guter Punkt. Also einfach ganz früh beginnen. Einfach bei den Dingen, dafür ist ja der Masterplan auch da. Ne? Ja. Also ja.
Das finde ich gut. Frau Meier, wollen Sie was ergänzen? Oder? Also wir sind ein Forschungsinstitut und jetzt weniger mit Planung befasst. Sagen wir es mal so, unser Leitbild ist, dass wir sehr frühzeitig Entwicklungen aufzeigen, auf Auswirkungen hinweisen, Lösungsmöglichkeiten anbieten. Also wir sind ja sehr stark in der Gesellschafts- und Politikberatung ja. unterwegs und so zumindestens ja, vorbereitend tätig sind für einige Sachen, also beispielsweise Klimaschutzkonzept oder das Ausrechnen von Wohnbedarfen etc. pp. Also wirklich vorausschauend planen, ne? Auch nicht ja. immer nur in den Legislaturperioden denken, sondern Planung ist wirklich ein langfristiges genau. Geschäft. Und wir freuen uns natürlich immer, wenn man auf uns hört. Muss ich klicken für die nächste Frage? Oder? Nein. So, wird es noch eine Nachverdichtungsstrategie, eine Untersuchung für die gesamte Stadt auf Betrachtungsebene der Stadtteile Quartiere geben? Das heißt also, glaube ich, wenn ich das richtig verstehe, wird das jetzt nochmal der Masterplan konkretisiert und wirklich auf die einzelnen Quartiere angewendet. Was wäre hier aus Ihrer Sicht notwendig, Frau Boczek? Wir haben ja auch die Schlüsselräume, vielleicht ist das ein Moment, darauf nochmal einzugehen. Genau, ja. Also eine Nachverdichtungsstrategie ist... in gewisser Weise haben wir das jetzt im Masterplan erstmal benannt, wie man nachverdichten kann. Natürlich erstmal mehr gesamthaft und nicht konkret auf den einzelnen Ort bezogen. Man könnte jetzt natürlich philosophieren, wie man was machen kann. Ich glaube, es ist wichtig, auch konkret einfach dahin zu gehen, wo es möglich ist. Genau, Frau Pollina sagte das Stichwort Schlüsselräume. Wir haben Schlüsselräume benannt, wo man jetzt schauen will, wo man aktiv werden will. Beispielsweise das Pallaswiesen-Mornewegviertel. Das ist ja auch ein in unserem Förderprogramm Soziale Stadt. Hier sind viele Flächen unternutzt, sowohl Gewerbeflächen, aber auch ja, Wohnflächen, Brachflächen. Hier wollen wir aktiv werden und ein vielfältiges Quartier, dichteres Quartier erzeugen, ohne jemanden daraus zu drängen, aber einfach weitere Nutzung ergänzen. So, und dann muss man, das ist dann sehr, sehr mühsam im Kleinen zu schauen, wo das geht. Das geht auch nur mit der Bereitschaft der jeweiligen Eigentümer vor Ort, weil die Stadt selbst ist ja kaum noch Eigentümerin von Flächen, sondern das liegt ja in der Regel in privater Hand. Insofern sind hier alle Eigentümer auch gefordert, sich zu engagieren. Das Zweite ist, wir arbeiten ja mit unserer städtischen Tochter, dem Bauverein, stark zusammen. Und die ist ja jetzt auch sehr rege und saniert auf der einen Seite viele Wohnhäuser und schafft aber auch viele große neuen Bestände. Also das sind jetzt mal Ansätze. Daniel Luchterhand, vielleicht noch als letzte Antwort in dieser ersten Runde, dann ja. machen wir mal weiter. Ich wollte nur auf ein Verfahren hinweisen, was wir in Hamburg begleitet haben, was, also man kann auf der einen Seite Nachverdichtungsstrategie auch von behördlicher Seite sozusagen anstrengen und mal einen Kassensturz machen, wo sind denn welche Flächen, welche stehen zur Verfügung. Das mal in Hamburg machen wir es über die Wohnungsbauprogramme, das ist das eine. Aber ich glaube, es geht auch darum, gemeinsam mit zum Beispiel Genossenschaften, Wohnungsunternehmen auf die Suche ganz gezielt zu gehen in ihren Beständen und nicht nur welche Flächen, sondern auch zu überlegen, ganz konkret mit Planern untergehakt, was kann ich aus diesen Beständen, die ich da habe, denn eigentlich mal machen. Es braucht auch Bilder, es braucht auch Modelle, es braucht ja. mal Ansätze, auch in der Nutzungsebene, Wohnen und was noch, wäre mal so eine Frage, was, um die Quartiere anzureichern. Und in Hamburg haben wir das mit 14 Genossenschaften gemacht. Die haben alle ihre Bestände durchforstet und haben in einem gemeinsamen Prozess auf die unterschiedlichsten Lagen der Stadt geguckt und dabei auch voneinander gelernt und damit auch etwas ausgelöst. Also nicht nur einfach buchhalterisch gucken, was haben wir, sondern initiieren und die Partner ins Boot setzen. Super, ich glaube, das war ein ganz wichtiges Statement nochmal für diese ja. erste Runde, Frau Boczek. Ja, noch eine Ergänzung, genau. Ja. Also warum hinken wir
warum geht es so langsam? Das ist auch mein Empfinden. Ich war auch mal lange Jahre an der Hochschule und da ist man immer schon irgendwie gefühlt 10 Jahre voraus und nachher dauert die Umsetzung immer so lange. Ja, das sind die Verwaltungsstrukturen, das sind die politischen Findungsprozesse. Ich muss aber auch sagen, das ist auch ein Teil der Bürgerbeteiligung, ja, die dazu beiträgt. Also wir wollen ja viel Bürgerbeteiligung mit Ihnen machen. Es ist aber auch schwierig, wenn immer wieder man von vorne beginnt zu erklären oder alles nochmal in Frage gestellt wird. Ja. Also da müssen wir, glaube ich, auch gemeinsam lernen, dass man Beteiligungsprozesse gemeinsam geht, Schritt für Schritt, aber nicht immer wieder dann auf die Nullebene zurückfällt.